Willkommen zu einem neuen Let's Play von GTA 5. Hallo, liebe Freunde meines Kanals. Oh. Oh. Ich bin, ihr seht schon, wir sind ein wenig, orientierungslos gerade, denn ich bin auf dem höchsten Gebäude der gesamten Stadt. Da hinten ist ein Feuerwerk! Was? Da hinten ist ein Feuerwerk! Ernsthaft? Ja! Warte mal, ich hab einen Sniper. Bei mir ist da hinten gerade ein Feuerwerk. Alter! Ah, ne, das ist das Riesenrad. Oh, super. Entschuldigung, die Kantenglättung hat mal wieder hier uns beglückt. Ja, schön. Ja, das wäre auf jeden Fall geil, wenn da jetzt... Ja, wir sind auf dem höchsten Gebäude. Wir sind auf dem Gebäude der Bank. Und ich muss ganz kurz dazu sagen, ich habe eigentlich einen Helikopter oben auf der Landeplattform gehabt. Das Problem ist, ich habe pausiert und da war der Helikopter weg. Allerdings möchte ich euch mal ganz kurz das Atomic Luftschiff zeigen. Hat so viel Volumen wie Tobi, wenn er morgens aufsteht. Ja, ist okay. Ist okay. Ist okay, Tobi? Nee, darf ich ja nicht mehr sagen. Entschuldigung. Nee, es hat sich jemand beschwert in die Kommentare, dass du mal ist okay sagst. Ja, vor allem, ich sag nicht mal nein ist okay, so wie es in den Kommentaren geschrieben wurde, sondern ich sag ist okay und nicht nein ist okay. Ja, so viel dazu, ey. Ach halt, warte, ich wollte ja schlafen gehen. Ja, ich bin mit Trevor unterwegs gerade, wollte ich nicht. Ich auch sagen. Und ich häng gerade an der Treppe fest. Ich wollte eigentlich mal ganz kurz nach oben, weil ich euch den wunderschönen Sonnenaufgang zeigen wollte, der da hinten gerade über die Bucht von San Andreas, dem Staat. Ja, Los Santos ist in San Andreas, Leute. Falls ihr mir nicht glaubt, spielt GTA San Andreas. Ich glaube, das ist sogar, also das kommt, die komplette Karte ist, glaube ich, sogar in San Andreas, ne? Genau, alles ja. Hier ist in San Andreas. Ach, guck doch mal, wie schön das aussieht. Da hinten geht gerade das Sönnchen auf, der Trevor guckt. Ich habe noch nicht herausgefunden, wie man sich einen steuern kann, das wollte ich noch gucken. Es geht bestimmt auch noch mit Trevor. Ich fand's am besten, fand ich echt die erste Szene, wo man Trevor sieht, das war so geil. Ja, wir wollen natürlich hier nicht spoilern. Nee, um es ganz kurz zu erklären, die IAA und das FIB sind zwei Bundesbehörden, die ihr da gegenüber sieht. Aber wenn man mal so guckt, wenn man auf diesem Gebäude steht und man guckt dann Richtung den Bergen, dann sieht man teilweise auch echt Flüsse von hier und so. Das ist so krass. Also die Weitsicht ist auf jeden Fall heftig. Muss man nochmal ganz kurz sagen. Es gibt so viele Berge, die habe ich mir alle noch gar nicht angeguckt. Krass. Ja, was machen wir denn heute? Oh, guck mal hier. Da hinten das Atomic Luftschiff, da geht gerade die Sonne auf. Ist das geil! Oder Tobi? Ich fahre jetzt, ja, wunderschön. Ich bin gerade in Sandy Shores, da sieht alles ein bisschen karg aus. Genau, das ist so im Blaine County, ne? Das ist so ein bisschen. Ja, diese Wüstendings halt, wo Trevor seinen ersten Wohnsitz hat quasi. Ja. Und ich fahre jetzt zum, was wollte ich jetzt machen? Genau, wir gehen jetzt erstmal los und holen Trevor neue Klamotten und eine neue Frisur. Das ist doch mal was, oder? Ja, bevor ich anfange, hier jetzt gleich loszulegen, ich gucke mir noch den kompletten Sonnenaufgang an. Da könnt ihr jetzt machen, was ihr wollt. Ihr könnt das, ja. Ey, das gibt Dislikes. Ja, ist okay. Mach doch mal was, du Wichser, ey. Halbe Stunde ist für kurz. Nigga, what? Ah, ne, ich bin ja gar nicht Franklin. Was? Ah, bitte, ist was? Schön. So, die Sonne ist über Los Santos aufgegangen, der wunderschönsten Spielwelt, die es aktuell gibt. Und meiner Meinung nach haben wir es mit GTA 5 mit dem besten Spiel aller Zeiten zu tun. Ja, ich weiß, ich bin ein alter Fanboy, aber man muss dem auch einfach zustimmen. Denn wer GTA 5 bis jetzt gezockt hat, ich habe ja in manchen Foren gelesen, ja, das ist kein Witz, dass die Leute gesagt haben, das ist der schlechteste GTA-Teil. Ja, das ist aber immer, das ist, wenn man das über GTA 4 gesagt hat, hätte ich gesagt, okay, das kann ich teilweise noch nachvollziehen, weil halt die Möglichkeiten nicht so groß waren, aber bei GTA 5, also, Vor allem das Beste kommt ja erst noch. Genau, und zwar am 1. Oktober GTA Online, da werden wir natürlich auch ein Let's Play von machen, Leute, da könnt ihr euch einen drauf, was denn? Was für bescheuerte Frisuren gibt's da bitte für Trevor? Ja, der hat einmal diese komischen Bart und einmal diese komischen... Ja, ich meine, er kriegt Fukuhila, Alter. Ich habe auch so einen Luxus-Friseur freigeschaltet, aber irgendwie... Luxus? Ja, Luxus, ey. YouTube-Money. So, Leute, wir können ja nicht hier runter von dem Gebäude, also muss ich einfach ganz klassisch springen. Ach, ich habe einen Fallschirm, ist ja geil. Okay. Schade. Weil das sieht aus wie von einer von Sissy Top jetzt hier. Von ja, was für eine Frisur? Es gibt ja drei Stück für Trevor, ne? Ja, diesen Fukuhila mit Glatze oben. Ja, geil. Habe ich, glaube ich, auch. Und du musst den... Und du, ey, ja, genau, so sieht meiner auch aus. Und der hat immer... Der hat immer ein T-Shirt an, wo... Was steht da mal drauf? Irgendwie Duschgold oder Dusch, irgendwas mit Duschgold, glaube ich. Bescheuert. Ja, das Spiel ist auf jeden Fall. Und alleine das gab es ja in GTA 4 schon nicht. Also diese ganzen Anspielungen, ne? Ja, und halt auch, dass man seine Charaktere editieren kann, sag ich mal. Ja, Klamotten und das war's dann aber schon, ne? Ja. Wobei ich es halt ein bisschen schade finde, dass es auch nicht wieder so Sachen gibt, wie wenn du zu viel frisst, dass du zu fett wirst oder sowas. Das stimmt. Das wäre cool, wenn es das noch geben würde. Ja. Aber kann doch nicht alles haben. So, ich mach mal den Ingame-Sound ein bisschen lauter für euch, Leute, weil der ist ja doch ein bisschen leise, finde ich. Was ist denn das hier? Ach, ein Tattoo-Studio, da war ich noch nie drin, da fahr ich jetzt auch mal rein, komm. Da fährst du rein? Ja, ja klar. Der Tobi, der geht nirgendwo rein, der fährt direkt rein.
Ja, töten alle. Alle töten. Bitte was? Ja, klar. Hast du dein Handy auf Schlafmodus gestellt? Oh, guck mal, der Truck da unten. Da wollten ja mal welche, dass wir Truck fahren. Oh, guck mal, das wäre jetzt geil, wenn wir auf den Truck gelandet wären, aber man kann ja... Ich bin tot, Alter. Ich bin mit dem Fallschirm abgestürzt. Das muss man auch erstmal schaffen. Ja. Das stimmt allerdings. Ich bin voll mit dem Gesicht auf das Gras aufgeklatscht. Geil. Du musst mal springen und dann B drücken. Springen und B drücken? Ja. Okay, Moment. Ich muss erstmal hier wieder... Das habe ich heute in einem YouTube-Video gesehen. Da lässt sich echt übelst viel Scheiße mit mitmachen. Springen und B drücken? Ja. Ach ja, stimmt, hast du mir ja gezeigt, ne? Ne, war das nicht auf Facebook? Nee, gezeigt hatte ich dir das nicht, aber da kann man, wenn du von höherer Distanz irgendwo runterspringst, ja, und drückst dann B, dann kannst du das Auto explodieren lassen. Ja? Ja, ohne Scheiß, das hatte ich in einem, wo war das, auf Kotaku.com hatte ich das gesehen, das Huch, das Video von Xbox Achievement. Das probieren wir doch gleich mal aus. Also von einer, wenn ich etwas höher stehe und auf dem Auto springe. Ja, von so einem Hausdach oder sowas müsste das sogar schon reichen. Aber dann müsste ich ja genau auf das Auto landen, wie soll ich das denn machen? Ja, das ist ein bisschen schwer, aber das wäre was für deine neue Tipps und Tricks Kategorie. Stimmt. Werbung auf. Genau. Ja, der Tobi hat auch bald was Geiles am Start. Ich verrate jetzt aber nicht was, aber es hat mit Cheats zu tun. Aber wir wollen jetzt nicht vorab... Cheats? Mit Cheats, die im Spiel eingehen können. Alter, mal ohne Witz. Ich spoilere jetzt mal ganz kurz. Okay, ich spoilere nicht. Nee, ist kein Spoiler. Aber ihr lernt im Spiel einen Charakter kennen, ja? Der Kumpel von Trevor. Und der hat so viele Piercings in der im Gesicht. In der Fresse, wollte ich schon sagen. Ja, sag doch. Dass der, also, der macht... Ne? Ja. Der lispelt. Ernsthaft? Achso. Und das nervt so. Also nicht jetzt, dass ich sage, boah, das ist schlecht gemacht, sondern ich hasse den Typen einfach. Weißt du? Hast du was gegen Leute, die lispeln? Nee, nicht in Bezug darauf, sondern einfach, der kommt zu dir und die Art und Weise, wie der mit dir redet. Trevor, ich hab's geschafft und so, weißt du? Und dann, der ist so doof im Kopf, der Typ, weißt du? Also lispeln und doof, das ist eine ganz schlechte Kombination. Oh, was ist denn hier? Warte mal, so, hier. Jetzt Tattoos habe ich, Frisur habe ich. Hier stehen aber heiße Girlies. Jetzt gibt's noch mal eine schöne Kleidung für Trevor. Kann man da rein? Gibt's, glaube ich, einen Sandy Shaws gar nicht, ne? Ein Kleidungsshop? Doch, gibt's zwei Stück sogar, ja. Ey, bei mir hängt gerade ein Auto im Boden. Ah, ne, doch nicht. Es hing aber im Boden und hat jetzt mein Auto gerammt. Was macht der? Und jetzt haut der ab. Ist dir mal aufgefallen, wenn du die Motorhaubenperspektive machst? Ja. Und dann nach hinten drückst? Ja. Dann siehst du die Charaktere. Ja, das ist mir schon aufgefallen, Tobi. Ja, das ist schön. Schön. Also wir haben ja schon mal die Frage beantwortet in dem Tipps und Tricks Video, ob man mit dem Zug fahren kann. Kann man nicht, aber man kann den riesen Jumbo fliegen und der Tobi zeigt euch das bestimmt heute mal in seinem Let's Play. Oder Tobi? Ja, kann ich mal probieren, aber ich komme damit nie hoch. Das habe ich schon öfter von dir gehört. Meine Damen und Herren! Ja, ja. Deine Mutter hat's aber gereicht. Ja, die hat gesagt, es war schneller fertig als jede 5 Minuten Terrine. Okay. Tobi, hör auf damit! Zügel deine Zunge! Wir müssen uns an einen Zuschauer... Ich finde auch gut, manche Leute, die schreiben einfach, du Arsch, spoiler mal bitte. Ja, das hast du schon erzählt. Das sind meine Lieblings-User. Ich weiß gar nicht, was... Ach, ich wollte ja, ich muss ja, ich brauche ja. Ich wollte heute auf jeden Fall einmal zum Militärstützpunkt und mal da die Sau rauslassen. Dann muss ich aber vorher zu Was denn? Da ist ein Wohnmobil. Was ist hier los? Da muss ich zum Ammunition und ich muss, ich brauche Schutzwesten und so weiter. Und ich wollte auch heute mal mit dem Flugzeug übers Wasser fliegen und einfach mal abspringen, weil es gibt Haie, die einen zerfressen. Und wenn du dann als Hai, wenn du als Mensch zerfressen wirst, übrigens waren wir da hinten auf dem Turm, seht ihr gerade aus, wenn du als, wenn du zerfressen wirst, dann kriegst du ein Achievement oder eine Trophäe. Ist nur so ein Tipp. Achievement, Hure. Und wenn du die Karte komplett aufdeckst, kriegst du auch eine, ist auch ein Erfolg. Ein Erfolg. Ja, ist ja nicht so schwer. Die Karte ist ja voll klein und so. Ja, die hast du in 2 Minuten ist die durch. Also ich muss sagen, ich gebe zu, ich hätte sie mir auch ein bisschen größer vorgestellt. Ja. Aber es ist nicht so, dass sie klein ist. Also man kann ja mal so eine Speedrun-Folge machen, wo man einfach mal von einem Ende zum anderen Ende fährt. Das wäre doch mal eine coole Idee. Also einmal komplett rum und da ist man mindestens, also ich habe mal gelesen, ich habe ein Video auf YouTube gesehen, da bist du 50 Minuten unterwegs ungefähr. Oder 40 Minuten waren das, glaube ich. Und ich finde, für eine Spielwelt auf der aktuellen Konsolengeneration ist es okay.
Ja, vollkommen. Also was ich mir vielleicht noch gewünscht hätte, ist, dass es noch so eine kleine Insel oder sowas gibt, wo man nochmal hinfahren kann, genau, wo so Villen oder sowas stehen. Aber wie gesagt, also man kann auch echt irgendwie die Nadel im Heuhaufen suchen. Ja, was ich ein bisschen schade finde, ist, dass die allererste Insel aus der allerersten Mission gar nicht im Spiel enthalten ist. Also du kannst da nicht hin. Ja, und ich habe mich so über Schnee gefreut. Ja. Das wäre so geil gewesen. Und das Geile ist, ich kann euch noch ein Easter Egg verraten. Wenn ihr bei der ersten Mission, sag mal, wo hat der mich denn hier hingebracht? Bei der ersten Mission ein bisschen die Welt erkundet. Ja, es gibt Leute, die das machen. Da gibt's eingefrorene Aliens. Ach was? Ja. Das ist ja geil. Das habe ich einen Screenshot gesehen. Müsst ihr mal gucken. Wenn jemand das gemacht hat und den Screenshot gefunden hat, wäre geil, wenn ihr den dann auf unsere Facebook-Seiten posten würdet. Das wäre mal extrem geil. Vielleicht könnt ihr mir das ja mal zeigen. Einfach so als... Das wäre extrem geil. Das wäre so geil, dass deine Mutter davon heil wird. Ja, erzähl mir mehr davon. So, nee. Aber gibt's hier keine Hosen oder was? Ach doch, da. Du hast doch sowieso nie eine Hose an. Warte mal, kann ich den Raketenwerfer eigentlich schon nehmen? Warum kann ich den Raketenwerfer denn nicht nehmen? Mano. So, wir brauchen hier ordentliche Waffen. Da bin ich ja einmal dafür, dass wir den Granatwerfer nehmen. Und den tunen wir auch ordentlich auf. Den rüsten wir eigentlich ordentlich auf. Armeefarbton. Nee, wir nehmen natürlich den pinken Farbton. Nee. Wir nehmen den Platin-Farbton, nur das Beste vom Besten. Dann, wir holen einfach alles, was geht. Ein Hammer. Warte, hier stehen drei Wohnmobile, what the fuck? Ein Hammer wollen wir auch haben. Hammer? Hammer, eine Hose. Achso, Patronen brauchen wir ganz viele. Ich sag euch, Leute, auf dem Militärstützpunkt, da geht's ab. Da gibt's Panzer, alles. Also die schießen einmal auf dich, dann bist du weg. Deswegen bin ich mal gespannt, wie lange wir es denn aushalten. Ein Sniper ist eigentlich auch ganz clever für die Distanz. Hast du dir eigentlich den Flughafen gekauft? Ja. Den in Sandy Shores? Genau, den habe ich. Und da kannst du halt so Abwehrmissionen machen. Können wir gleich auch mal machen. Mach ich jetzt mal. Hast du den gekauft? Ich würde ihn aber noch nicht kaufen. Wieso? Ich habe den schon gekauft. Für 150. 150.000? Ja. Okay. Ja, Trevor hatte bei mir irgendwie schon 160. Ich frage mich nicht, warum. So. Munition. Oh, ich habe hier nur noch 5.000. Alter, ich habe mein ganzes Geld für Waffen ausgegeben. Warte mal, jetzt muss ich ein bisschen aufpassen, weil ich brauche ja eine Schutzweste, aber ich glaube, die kostet 3.000. Schutzwesten? Eine Schutzweste? Ne, 2.000. So, warte mal. Ach, weißt du, was wir noch mitnehmen? Ein Benzinkanister, weil wir können ja damit eigentlich was anrichten. Sag mal, hast du mittlerweile diese Geldtransporter-Mission mal hingekriegt? Nee. Ich habe gelesen, man muss das irgendwie mit C4 machen, aber selbst mit C4 habe ich es nicht hingekriegt. Nee, vielleicht finde ich den ja gleich irgendwo hier. Das ist so abfuck. So, ich habe jetzt eine Schutzweste, ich habe jetzt eigentlich alles, alles. Ich habe sogar einen Kanister, da kann man Feuer mitmachen, das können wir gleich auch mal ausprobieren. This girl is on fire! Okay, wir lassen. Oh, ja, Entschuldigung, dieses Video ist gesperrt. Alle Flugzeuge, die du auf den Webseiten kaufst im Hangar, ach, die werden dann hier abgeliefert, ach schön, ja genau, toll. Genau, da kannst du aber leider kein Jumbo kaufen. Das wäre geil. Das stimmt, vielleicht... Man muss ja sagen, Rockstar Games wird ja GTA 5 immer schöner weiternehmen mit Download-Inhalten, ne? Das vergisst ja jeder hier. Und ja, GTA, ist voll schlechter Spiel. Und GTA Online kommt ja auch am 1. Oktober. Oh ja. Aber ich hatte dir ja vorhin auch schon, das hatten wir ja auch bequatscht, dass wahrscheinlich am 1. mit der Folge echt knapp wird, weil die Server werden wahrscheinlich überlastet sein. Also Leute, wir versuchen am 1. Oktober eine Folge GTA Online rauszuhauen. Wir versuchen es echt, wir werden uns da wirklich hinterklemmen und so. Das Problem ist, dass sogar das Rockstar Social Club, also diese iFruit-App, die es ja für Smartphones und so gibt, die funktioniert ja nicht mal. Und nicht mal der Rockstar Social Club, also einfach nur diese Seite, wo du deine Bilder hochladen kannst, funktioniert. Und deswegen, ja, ich glaube, also wir werden an dem Tag auf jeden Fall... heulen. Das. Aber wir werden auf jeden Fall an dem Tag noch eine GTA 5-Folge so raushauen. Und wenn es nämlich mit GTA Online nicht klappt, habt ihr dann nämlich so eine Reserve praktisch, ja. Und wir checken das vorher ab, wie das läuft und so mit den Servern. Und wenn es gut läuft, dann könnt ihr euch auf eine Folge freuen. Wenn nicht, dann werden wir uns natürlich melden. Allerdings, ich bin nicht so optimistisch, wenn ich ehrlich bin. Vielleicht haben wir Glück, aber man fliegt ja wahrscheinlich immer. Wobei bei Xbox Live könnte ich mir schon vorstellen, dass das gut klappt. Ich habe eher Angst für die PlayStation-Spieler. Ja gut, ich denke, dass es sowieso viel überlastet sein wird an dem ersten Tag, weil es halt echt jeder probieren wird. Ja. Wenn ich gucke, wie oft das Spiel verkauft wurde, dann wird mir eh schlecht. Ja. So, wir sind hier gerade im Reichenviertel. Also hier, wo ist denn dieser scheiß Buggy jetzt, wo man diese verkackten Aufträge machen kann? Ich finde den nicht. Der steht neben dem Kaufsymbol, neben dem Hangar von dem Flugzeug. Ach so, habe ich es übersehen? Hey, da startet ein Flugzeug von meinem Flughafen aus, das ramme ich jetzt weg. Bam! Du bist ja ein fieser Kerl.
Ich bin tot. Alter, da oben ist voll die Villa, was ist denn das? Du bist tot? Alter, voll die Explosion. Scheiße. Schäm dich, Tobi. Warte mal, das Spiel ist irgendwie so leise, finde ich. Oh mein Gott. Muss ich ganz kurz hier einstellen, Leute. Ich bin da so... Ach ja, und falls ihr fragt, so, warum ich den Charakter nicht wechsle, Trevor und, ach, Trevor sag ich schon, Franklin und Michael sind untergetaucht, wegen, Wagen? Wagen. Wagen der Mission! Wegen Dingen. Also, ich will es nicht verraten, aber sie sind untergetaucht. Genau, wegen einer Mission im Spiel. Nein. Kann man aber sagen. Sex. Wegen Sex? Nee, nicht, was die Mission ist, sondern dass sie wegen einer Mission untertauchen. Ja, aber dann würde ich ja spoilern, wenn man ungefähr aber ich hab's ja jetzt schon verraten, ne? Nee, du hast ja noch nicht gesagt, dass die bei einer Heist-Mission jetzt untergetaucht sind. Ach so, okay. Die zusammen in einem... Nee, okay, das geht zu weit. Nee, lass mal. Wobei, das Spiel ist jetzt schon so lange draußen. Ne? Also wer das jetzt... Drei Tage ist es draußen. Also wer es da noch nicht durch hat, der tut mir auf jeden Fall leid. Nee, ich meine, wenn diese Folge rauskommt, ist das Spiel schon so lange draußen. Ach so, ja klar. Wobei, also, man muss sagen, so weit im Voraus nehmen wir die Folgen gar nicht auf, Leute. Also die Folge seht ihr jetzt eine Woche nach dem ungefähr. So 3 Monate oder so. Genau, wir haben das Spiel schon vorher, wie manche andere Seiten. So, da ist die Militärbasis, Leute. Ich habe ja ein bisschen die Kimme voll, denn wenn ich jetzt bedenke, was da auf uns zukommt, ich prophezeie, wir werden nicht länger als 5 Minuten überleben. Und wir können ja jetzt erstmal außenrum fahren, hier an diesen Wasserwerken vorbei, und können ja mal sehen. Okay, das Tor geht hier nicht auf. Wieso steht da kein scheiß verficktes Flugzeug in dem Hangar? Entschuldigung. Das gibt's doch gar nicht. Wahrscheinlich, weil du es gerade weggerammt hast. Nee, da steht ja normal noch ein anderes drin. Bin ich überhaupt am richtigen Flughafen? Aber ich möchte noch ganz kurz was verraten. Guck mal, da seht ihr so einen Militärhelikopter und da fährt ein Panzer. Seht ihr das? Ich möchte noch ganz kurz was verraten. Und zwar diese Blueprint-Karte, die Special Edition und Collector's Edition dazu gekriegt haben. Da gibt es etwas Interessantes. Und zwar, wenn man mit UV-Licht diese Karten beleuchtet. Sieht man Ninja Turtle. Das und man bekommt Hinweise, dass bei dieser Area 51 hier, oder was es hier sein soll, dieser Militärstützpunkt, Aliens sind. Also da sind dann solche Alien-Hinweise und sowas alles. Ja, die haben sich schon was einfallen lassen. Das Problem ist, man kommt da kaum drauf, denn man kann sich da nicht so umsehen. Wenn ich da jetzt drauf fahre, bin ich in 2 Minuten platt, wenn überhaupt 2 Minuten. So, hier guck mal, den Wagen haben wir jetzt schon. Wir hätten einen gepanzerten Wagen nehmen sollen, verdammter Mist. Guck mal, hier ist so ein Wasserwerk. Seht ihr, hier ist... Man muss sich ja auch mal ein bisschen die Welt ankunden. Wie hast du es heute, ne? Ja. Ich mache jetzt mal was anderes. Ich finde das scheiß Flugzeug jetzt nicht. Das ist, ich habe Briefschnitzel heute. Briefschnitzel, ja. So, pass auf. Wir machen das jetzt einfach so. Wir rasen da jetzt einfach rein. Komm. Jo! Und zack, gibt's 4 Sterne. So, hier fahren irgendwo Panzer rum. Da muss ich auf jeden Fall aufpassen. So, die Sirenen erdröhnen. Oh mein Gott! Oh mein Gott! Alter! Boah, das hat schon explodiert. Da kommt... Ey, was habe ich denn für eine Pisswaffe gerade? Ich bitte dich. Boah, das Militär kennt aber keine Gnade hier. Guck mal, hier gibt es sogar Wohnhäuser. Ich versuche mal ein bisschen hier durchzurasen. Ich versuche wenigstens ein bisschen hier durchzu... Alter, ein Panzer! Oh, der Panzer schießt! So, ich versuche einfach nur ein bisschen hier durchzufahren. Vielleicht finden wir irgendwelche Hinweise. Guck mal unten auf die Karte, wie viele Soldaten sich herumtreiben. Aber vielleicht schaffen wir es ja irgendwo einen Alien-Hinweis zu sehen. Da kann man hochgehen, okay, da fahren wir gleich vielleicht hin. Dann holen wir uns die alle von hier. Hier gibt es so einen Truck, okay. Hier gibt es einen Kampfjets. Ich weiß, ich bin schon mit einem geflogen, wer sich daran erinnern kann. Hier ist die Start- und Landebahn. Alter. Hier gibt es dieses Riesenflugzeug. Irgendwo steht es doch. Komm, wir machen mal einen Stunt hier. Da, so viel Zeit muss sein. Boah, die rücken schon mit solchen... Da ist das Riesenflugzeug. Vielleicht hauen wir gleich damit ab, wenn wir überleben. Aber ich will mal gerne sehen, ob es hier irgendwo Alien-Hinweise gibt. Ich habe jetzt noch nichts gesehen. Ich versuche jetzt mal da die... Oh, da ist der Panzer... Hier ist irgendwo der Panzer, Leute. Und wenn der schießt, könnt ihr euch ja vorstellen, dass die Kimme blutet. Oh, ne, hier können wir lang. Da können wir eine Leiter hoch. Komm, wir gehen mal der Leiter hoch. Die Leiter hoch. Der Gerät? Geh hoch, Trevor, geh hoch! Geh die Leiter hoch! So, ich fahr jetzt mal zum Tennisplatz. Ich spiel jetzt mal eine Runde Tennis. Okay, er geht die Leiter nicht hoch. Warum auch immer. Er will nicht. Oh, ich glaube... Hat er keinen Bock drauf. Ich glaube, wir kriegen jetzt hier Besuch. Suspect is in a car. Okay. Alter, die schießen mit Maschinengewehren auf mich. Ich habe keine Motorhaube mehr. Boah, wie er voll keine Motorhaube mehr hat. So, hier stehen alles große Flugzeuge, aber ich wollte... Oh, guck mal, hier ist ein Hangar. Da kannst du rein. Nein. Da steht ein Kampfjet drin. Drin.
Alter. Da kommt einer lang gerannt. Motherfucker! Was? Aber kann man vielleicht irgendwo hier runterfahren oder sowas? Das gab's bei San Andreas doch, dass man... Irgendwo konnte man reinfahren. Und dann hatte man... Dann war man in vor so eine Panzertür. Cheat dir doch einfach die Bullen weg. Alter! Alter! Oh. Oder geht das nicht? Ich cheat dir doch nicht, bist du ein Noob? Nee, aber... Ne? Okay, jetzt bin ich in der Sattkasse, verdammte Axt. Weg, weg, weg. Helikopter ist über uns, wir haben 4 Sterne. Das Militär jagt uns, da steht ein Truck von der Bundeswehr, dann noch einer. Von der Bundeswehr. Yo, ich hab's heute. Von der. Und da fragst du mich, ob du ein Noob bist. Von der US Army, von der Bundeswehr, sag ich schon. Das wird. Guck mal, da oben fliegt dieser Helikopter. Deutschen Panzerrollen wieder. Boah, die Militärbasis ist aber echt riesig. Das ist die Feuerwehr. Die haben eine eigene Feuerwehrzentrale hier. Krass. Ist ja wie eine eigene Welt hier. Aber so alienmäßig. Habe ich jetzt nichts gesehen. Vielleicht musst du warten, bis es dunkel ist. Es ist dunkel. Ach so, vielleicht musst du deine Kamera rausholen und mit Fotos irgendwie Aliens aufspüren. Das ist nicht so einfach, wenn du Panzer vor dir hast. Ja, na und? Wir hatten gesagt, dass es einfach ist. Okay, ich bin aber schon länger auf dieser Militärbasis. Ah, da ist der Panzer. Alter, Alter, Alter! Nicht schießen! Oh. Boah, wie krass das ist. Ich habe den Panzer ehrlich gesagt noch gar nicht gesehen. Der fistet dich so weg, den kannst du kaufen. Geil. Hui! Ich würde ja mal gerne irgendwo hin, wo man rauf kann. Und dann würde ich die alle gerne abknallen, aber... Oh. Weißt du was, wir versuchen jetzt einfach mal so ein großes Flugzeug zu holen. Wir drehen jetzt nochmal eine Runde hier. Also Leute, wenn ihr Hinweise auf sowas habt, hier gibt es ja immer versteckte Sachen. Schreibt es mal in die Kommentare. Mein Wagen fährt nicht mehr so gut. Und da vorne ist wieder der Panzer. Da ist ein Kampfjet. Wie gesagt, ich bin schon mit dem Kampfjet geflogen. Also wer... Marines sind das hier, okay. Ich würde ja mal gerne Panzer klauen, aber hier ist nirgendwo ein Panzer. Das ist ja ein bisschen... Warte mal, wo kommt man denn hin, wenn man hier lang fährt? Ups. Na, hier ist auch nichts. Kann man denn mit allen drei Charakteren Tennis spielen? Weißt du das zufällig? Ich denke mal, oder nicht? Ich weiß nicht. Ich weiß es nicht. Ah, mein Wagen. Du darfst hier echt nicht stehen bleiben, dann hast du verkackt. Boah, ey, da sind, glaube ich, 100 Leute auf eine Stelle. So, jetzt ist, glaube ich, Rambazamba hier. Der Wagen fährt noch. Wir haben zwar einen Platten, aber wir fahren noch. Ich würde aber mal gerne irgendwo hoch. Ich habe da vorhin... Warum der die Leiter da gerade nicht hochgehen konnte, ist mir ein Rätsel. Da ist schon wieder ein Panzer da vorne. Der schießt. Lass ihn ruhig schießen. Scheiße. Okay, der Wagen, der macht das nicht mehr lange. Der macht das nicht mehr lange. Der qualmt schon aus allen Löchern. Alter. Aber hier ist gerade keiner. Das heißt, wir könnten rein theoretisch... Ne, ich fahr mal geradeaus weiter. Ne, hier, da wollte ich hoch. Da wollte ich hoch. Da. Schnell raus, schnell raus. Lauf, Trevor, lauf, 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 lauf. Ah, lauf, Trevor. Nein, ich hänge an Beton fest. Lauf hoch. Boah, wenn der Trevor aber rennt, ist es gar nicht so einfach, den zu steuern. So, jetzt aber. So. Erstmal beim Typen auf der Terrasse reingeplatzt und erstmal umgeboxt. Das ist immer das Beste. So, jetzt habe ich gleich bestimmt einen Panzer alles hier stehen. Die Helikopter sind ja kein Problem. Au. Alter. Warte mal. Komm ich denn da hoch? Devil noch einmal. So, jetzt holen wir uns erstmal die ganzen Cops. Gucken, ob wir 5 Sterne schaffen. Ob die so schlau sind, die Spieler, die KI und es auf dem Dach schaffen. So, jetzt haben wir hier einen perfekten Überblick über die Militärbasis. Guck mal, wir sind hier oben. Hattest du denn schon mal 5 Sterne? Nee. Du? Nee. Ich hab's aber auch noch nie ausprobiert, ehrlich gesagt. So, sie suchen uns. So, wir versuchen jetzt mal ein bisschen hier rumzulaufen. Wir können uns mal ganz kurz einen Überblick verschaffen. Da kam eine Leiter hoch, da habe ich ja gerade versucht hochzugehen, hat nicht funktioniert. Die suchen uns alle, seht ihr? Die Panzer bringen sich auch schon in Stellung. Keiner findet den Big Boss.
So geil, dass sie hier so rumrennen, die Soldaten, und so schreien und alles. Also, so, so. Ne, sie ist so voll so zum Rambo selber ernennen hier und. Alter, wie viele Leute gerade auf mich zu. Wo denn, wo denn? So, jetzt spiele ich eine Runde Tennis. Erste Mal im Let's Play. Ich werde sowas von verkacken. Oh, wie ich hier aufräume, ey. Alter, was? Boah, der Panzer schießt auf mich. Hallo? Wo ist denn der Panzer? Ey, da unten sind mindestens 20 Leute, die mich abknallen wollen. Was ich ein bisschen doof finde, dass die es nicht hier hochkommen können. Ja, so mit Trevor kann man scheinbar kein Tennis spielen. Nee? Nee. Scheinbar ja nicht so, ne? Kann das auch nicht lernen? Nee, ich kann über, also das ist zwar dieses Tenniszeichen, aber normalerweise kann man ja rechts drücken, da kann man spielen, aber das geht nicht. Dann habe ich eine Granate, das wäre da auch geil jetzt. Haftbombe, eine Granate. I need a core. Halt! Au! Die schieße ich jetzt in den Kopf, Alter. Weil wenn ihr mal unten guckt, wie viel... Alter! Soldaten da unten sind. Bam, out of the car, bitch. Oh, ist sogar der Bitch, oh. Was hast du gesagt? Entschuldigung, ich wollte deine Mutter nicht beleidigen. Oh, das ist aber nett von dir. Du hast jetzt schon mehrere Stunden gespielt, Tobi. Wie findest du GTA 5 denn? Sehr gut. Also so langsam gewöhnt man sich auch an dieses Grafikgeflimmer, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja. Irgendwann stumpft man, sag ich mal, ab. Ansonsten, ja, super Game auf jeden Fall. Ja, wir gehen mal darüber, wir gehen mal darüber, wir gehen mal darüber, wir gehen mal darüber. Lalalalala. Ich will den Panzer. Wo ist der Panzer? Der schießt die ganze Zeit auf mich, aber... Warte mal. Den holen wir uns jetzt. Pass auf, Leute. Wo ist denn der Flughafen? Ah, da ist der Flughafen. Ja, genau. Den kann man sich auch kaufen, ne? Welchen? Den großen? Ja. Ja, glaube ich, oder? Da ist zumindest ein Gebäude, was man kaufen kann. Habe ich auf der Karte gesehen. Ich meine, da kannst du dir nur einen Hangar kaufen. Ach so. Ja, ist ja auch schon okay. Ah, scheiße. Ich habe für den Granatwerfer keine Munition. Wow. Oh, ich muss die Musik ausmachen. Scheiße. Nein!